Hallo. Nachdem wir jetzt unseren Hotfix erstellt haben, muss der ja raus. Also der muss jetzt publiziert werden auf die Webseite und zwar an den sonst von uns erstellten Änderungen, an denen wir schon angefangen haben, vorbei. Und genau das machen wir jetzt, indem wir mit unserem ganz normalen Deploy-Vorgang anfangen. Löschen wir den Production Branch, ja, also den hier, weil wir wollen jetzt einen neuen Production Branch machen. Also werfen wir den raus, zupp, und dann ist er einfach weg. Und machen wir uns einen neuen. Ja, gleich, und vorher kommt noch der Production Branch auf dem Remote Repository weg. Und schauen wir mal hier, wenn wir jetzt gucken, unter Code, ja, sehen wir jetzt unter Branches gibt es nur noch den Master. Ja. Das ist klar, weil diese ganze Nummer mit den Issues, das haben wir hier lokal gemacht. Ja. Also hier gibt es wirklich nur den Master, den Production Branch habe ich gerade gelöscht. Ja. Gut. Aber jetzt das Bedürfnis nach einem neuen Production Branch, weil das Ganze soll ja jetzt rausgehen. Also erzählen wir dem System, wir brauchen einen neuen Branch Production, also git Branch Production, und dann haben wir lokal einen Production Branch und dann holen wir uns den eben als aktuellen Branch auf die Platte, was ja wieder an den Dateien nichts ändert, aber eben hier diese Verweiskette ändert, sodass der Head jetzt auf die Production zeigt und nicht mehr auf den Master. Und jetzt können wir das Ganze wieder auf die gegenüberliegende Seite schieben. Also wir wollen jetzt im Prinzip erreichen, dass das hier wieder unser Production Branch wird. Und das kriegen wir so hin. Ja. Werfen wir hier wieder nochmal einen Blick drauf. Also wir nehmen hier unseren Branch. Jetzt haben wir wieder zwei Branches, und zwar den Default Master und den Production. Und Active ist gerade der Production Branch. Das ist ja genau der, auf den wir gerade gepusht haben. So, jetzt der ganze Spaß wieder rückwärts. Also wir wollen das Ganze neu hochladen. Vorher sollten wir es allerdings testen. Das machen wir. Also wir nehmen hier wieder unsere ganze Batterie von Webbrowsern. Gucken mal, was der Localhost sagt. Ah, das sieht gut aus. Siglinde ist weg. Ja, das ist ja hier online. Da ist Siglinde ja noch da. Ne? So, schauen wir mal, was der andere hier sagt. Das ist jetzt der Chrome. Ja, da ist Siglinde noch da und lokal ist Siglinde weg. Funktioniert also. Schauen wir uns den. Ja, das ist der Edge. Also Remote ist Siglinde noch da und lokal ist sie weg. Also scheint es soweit zu funktionieren. Also getestet ist es. Es kann also jetzt aufs Produktivsystem. Gesagt, getan. Produktivsystem auf. Erstmal alles löschen und dann eben den Production Branch mit dem Single Branch wieder auschecken, so dass wir jetzt die aktuelle Version auf dem Produktivsystem haben. So, dann schauen wir aufs Produktivsystem nochmal drauf. Wenn ich hier Reload mache, dann verschwindet im Firefox meine Siglinde. So, das funktioniert auch im Chrome. Es funktioniert hoffentlich auch im Opera. Ja, ist weg. Ja, hier auch. Und im Edge wird es hoffentlich auch funktionieren. Das ist lokal, da ist es schon weg. Und jetzt ist es hier eben auch remote weg. Passt also, ja, wunderbar. Wir haben jetzt das Problem gelöst. Das heißt aber, wir können jetzt auch als allererstes mal hier wieder in unser System reingehen und sagen, okay, Issues haben wir zwei. Und Siglinde muss raus. Das war hier unser zweiter Issue. Der ist jetzt fertig. Ja. War mir assigned. Der wird jetzt zugemacht. So, und konsequenterweise machen wir da natürlich jetzt auch noch eine neue Release. Also hier haben wir ja unsere erste Version. Die ist ja schon released. Also machen wir mal eine neue Version. Die nennen wir jetzt mal 1.1. Das war ja auch nur so ein Bugfix, nenne ich es jetzt mal. Und die nennen wir jetzt mal einfach zweite Version ohne Siglinde. Gut, alles wunderbar. Publish Release.
Jetzt packt er also quasi wieder alles zusammen. Und da sehen wir, gibt es jetzt also eine zweite Version ohne Siglinde. Ja, und das ist die letzte Release. Und wenn wir uns jetzt mal hier in dieser Releases-Liste alle Releases angucken, sehen wir, also hier gab es die 1.0 basierend auf diesem Branch. Und wenn wir die zweite Version uns angucken, sehen wir, okay, das ist also diese Version. Aber das schauen wir uns dann nochmal in Ruhe an, wenn wir alle Releases am Ende zusammen haben. So, jetzt räumen wir ein bisschen auf. Also wir schalten wieder auf den Master zurück. Schon aus Gewohnheit, so dass wir jetzt quasi hier wieder auf dem Master arbeiten können. Der ist ja dann über, ne? Also diesen Label brauchen wir nicht mehr, also können wir den auch löschen. Also Delete Issue 2, da passiert ja nichts. Ne? Das wird, löscht im Prinzip ja nur das Label. Ne? Das kann also weg. Ja, dann ist es weg. So sieht das Ganze dann aus. Also Siglinde ist gelöscht. Wir sind auf dem Master unterwegs, der auch gleichzeitig Production ist und Remote auch Master und Production ist. Das heißt, wir haben jetzt hier so eine ganz normale Kette. Und da sehen Sie, jetzt sieht das hier so aus. Also Initial war unser erster, dann ist Git Ignore, ist klar. Dann das Reinkopieren von der ganzen Page. Und als nächstes kommt jetzt Siglinde gelöscht. Ne? Das heißt also, unseren Branch Issue 1 sehen wir hier nicht. Der ist ja auch in dieser Versionshistorie nicht drin. Ne? Also alles, was wir jetzt sehen, ist ja nur das. Ja? So, jetzt wollen wir aber trotzdem hier mal weiterarbeiten, dass wir mal endlich mit diesem Impressum fertig werden. Und nachdem der Hotfix jetzt raus ist, kümmern wir uns im nächsten Video genau darum.